Ich freue mich eigentlich jedes Mal, wenn ich mit meinem Auto fahren kann. Ich fahre einen Golf 6 GTI. Der hat serienmäßig 235 PS und meiner ist auf ca. 300 PS gechippt. Das hat mich schon immer so begeistert. Man macht irgendwo das Hobby zum Beruf und man lernt eben immer was dazu, was einen ja auch selber weiterbringt im Leben. Es gibt halt viele unterschiedliche Menschen, die hier reinkommen. Besonders gerne mache ich halt die Kundenbetreuung. Es macht mir halt Spaß, den Kunden zu begeistern. Ich habe auch schon mal Freudentränen gesehen, ne? Kunden kaufen eigentlich kein Auto mehr, wie es vielleicht früher war, mehr nach Funktionalität, sondern sie suchen sich wirklich ihr Traumauto aus. Wenn dann der Kunde hier steht, sein Auto schon sieht, wir verpacken das dann immer ganz nett mit einer Schleife oder auch ein Tuch drüber, damit so ein bisschen die Spannung gehalten wird, und die können dann das kaum erwarten, bis das Tuch runtergerissen wird, die ihr Kennzeichen sehen und sagen, okay, das ist mein Auto, so habe ich es mir vorgestellt, und dann ja, braucht man auch gar nicht mehr viel großartig reden, die möchten dann einfach losfahren. In der Arbeit mit den Verkäufern dienen wir als Assistenz. Wir stehen nicht unbedingt im Kundenkontakt mit deren Kunden, sondern bereiten sehr viel vor, was Auslieferungen angeht, was Termine angeht, um dem Verkäufer eben so ein bisschen Arbeit wegzunehmen, viel Papierkram wegzunehmen, damit er sich eben auf seine Haupttätigkeit konzentrieren kann, das Verkaufen. Natürlich ist es für uns wichtig zu wissen, was in der Werkstatt passiert an den Fahrzeugen, aber auch was Neuerungen an den Fahrzeugen angeht, weil ohne das Wissen kann man den Kunden nicht Rede und Antwort stehen und am Ende fühlen sie sich nicht gut beraten und der Betrieb steht doof da, wir stehen doof da, und das will man nicht. Also die nächsten Jahre wird wahrscheinlich viel auf uns zukommen durch die Elektromobilität, die gerade neu eingeführt worden ist. Jeder hat halt ein anderes Wissen über die Modelle. Und so tauscht man sich halt untereinander aus, damit man gemeinsam mehr Wissen hat. Aufregende Momente, die noch zusätzlich im Azubi-Leben hinzukommen, sind tatsächlich die neuen Modelle. Wenn die eintreffen, und wir bekommen in der Regel immer einen Vorführwagen. Meistens ist es so, dass schon mindestens 10 Leute in der Hingehung gucken, neue Farbe, neues Design, wer darf zuerst damit fahren. Es ist einfach dann alles, was man auf Bildern gesehen hat, aus Prospektmaterialien, die vorher zur Verfügung stehen oder so, kann man das erste Mal live sehen. Man probiert ganz viel aus. Für mich persönlich ist es auch einfach Interesse, und ich lebe dafür am Ende.